Herr Zerpelt, was unterscheidet denn die Zusammenarbeit mit Dominik Graf von der Arbeit mit anderen Regisseuren? Was macht seine Filme so besonders? Die Arbeit mit Dominik hat für mich immer einen eigenen Geschmack, eine eigene Farbe. Seine Arbeitsweisen, sein Grad an Sensibilität und an Wachheit ist für mich immer ausschlaggebend. Und im Unterschied zu anderen Regisseuren, dass seine Filme, seine Arbeiten haben für mich eine andere Geschwindigkeit. Also da kann ich immer fast das Thema schmecken. Auch den Drehbuchautor, mit dem Dominik zusammenarbeitet, mit der Rolf Basedow sehe oder Friedrich Arni, das sind Stoffe, das tropft richtig, der Dreck unter den Fingernägeln. Und dass mittlerweile ich das Glück hatte, mit Dominik schon 5-mal zusammenzuarbeiten und dass das jedes Mal eine tolle Reise war. Und dass das irgendwie dann zusammen wächst, Stück für Stück. Und dass ich das vielleicht dann ist ausschlaggebend dafür, dass ich jetzt irgendwie hier sitzen darf und konnte mitspielen bei dem Zielfahren. Was macht den Film Zielfahnder inhaltlich sexy, spannend und sehenswert? Zum einen, es gibt so viele Formate in Deutschland, Krimi-Formate. Aber hier ist spannend für mich gewesen, dass wir das große Glück hatten, nach Rumänien zu reisen und dass wir mit rumänischen Kollegen in Rumänien die Reise miterleben durften. Mit großartigen Kollegen, mit Ulrike Cechare, die Hanna Landauer spielt, mit Arvid Birnbaum. Und dass wir dann einfach nicht die Informationen in Deutschland kriegen via Telefon, sondern dass wir in Rumänien selber auf die Suche gehen können und haben dort mit großartigen rumänischen Kollegen uns auf eine Reise begeben, die ich nicht missen möchte. Ja. Ein Wort zu Ihrer Rolle. Ein Wort zu meiner Rolle. Sven Schröder, er glaubt an das System, dass die Verbrecher vors Gericht gebracht werden müssen. Er arbeitet dafür sehr hart, er zahlt einen hohen Preis, er hat seine Familie fast verloren, seine Frau. Sie leben in Trennung und er liebt aber seinen Beruf und liebt diesen Beruf, auf die Jagd zu gehen, sich in etwas hineinzuarbeiten, hineinzufressen, hineinzusaugen und denjenigen zu schnappen und der Gerichtsbarkeit zuzuführen. Und dafür arbeitet, liebt und lebt er. Was sind eigentlich Zielfahnder? Zielfahnder, also wir sprechen ja vom LKA, normalerweise finden so drei Viertel der Zielpersonen in Deutschland, das sind Verbrecher, die sich eines Verbrechens schuldig gemacht haben und man muss lange, lange Zeit, ein halbes Jahr, ein Jahr, manchmal 2 Jahre, um diese Personen ausfindig zu machen. Weil natürlich auch die Kriminellen, die Gangster sozusagen, sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und entziehen sich manchmal der Gerichtsbarkeit, indem sie sich absetzen ins Ausland. Und wie bringt man nun solche Verbrecher zurück ins Land, wenn sie im Ausland geschnappt werden? Gibt es manchmal die Überführung oder die Überstellung? Tauchen sie aber ab und sie sind nicht auffindbar, ist die Aufgabe eines Zielfahnders, diese Person ausfindig zu machen mit diversen Instrumenten, die ein Zielfahnder zur Verfügung hat. Ob er es nun findet, weil der Verbrecher im Ausland eine Zeitung abonniert hat, die er gerne liest. Und dadurch wird er gefunden. Da gibt es verschiedenste Ansätze. Und es gibt die echten Zielfahnder, die dann auch im Ausland tätig werden müssen, bis die Person gestellt und gefunden ist. Wie groß wäre Ihre Lust, mit Ulrike Cechare als dieses Duo in Serie zu gehen oder zumindest eine Fortsetzung nachzuliefern? Die Lust ist riesengroß. Es war ein großes Geschenk. Entscheidend ist natürlich, kann es weitergehen? Wie sind die Stoffe? Und was für ein Team würde zusammenarbeiten? Und unter der Voraussetzung, dass Dominik weitermachen würde. Und da muss man aber Schritt für Schritt sehen. Hier müssen wir jetzt erstmal vom Zielfahnder reden. Und dann werden wir einfach weiterschauen. Also auf Holz klopfen, Schritt für Schritt. Und dann schauen wir mal gerne weiter. Danke für das Interview.